Zeit für unsere Mittagspause in der Sonne heute. Morgen ging es schon um ein echt schweres Thema. Worum ging es und was hat Sie da beeindruckt? Ja, heute Morgen war ein Vortrag von einem norwegischen Theologen, wo das Schlüsselthema war eigentlich Menschenwürde. Das hat er in den Mittelpunkt gestellt und also auch die Notwendigkeit diakonischen Handelns in dieser Welt unterstrichen, basierend natürlich auf der Rechtfertigungslehre, dass der Glaube Früchte bringt. Und dann hat er eine ganze Reihe von aktuellen Themen gebracht, dann auch wie Menschenhandel, also dass Menschen nicht zu Objekten werden dürfen, not for sale, ja. Und das war insofern schon faszinierend, wie ganz breit es aufgenommen wurde, vor allem auch von Delegierten aus Papua-Neuguinea, aus Afrika, aber auch anderen Erdteilen, aber wo man merkt, das brennt denen auf den Nägeln, ist kein abstraktes Thema fürs Lehrbuch, sondern das ist das tägliche Leben. Das würde mich gerade interessieren, ja. Wie konkret sind die da geworden? Ah, die sind sehr konkret geworden. Also für mich, auch nach Jahren ökumenischer Erfahrung, war schon beeindruckend. So habe ich das selten gehört, dass mehrere afrikanische Delegierte aufgestanden sind und dann gesagt haben, also unsere Führungskultur in unseren Ländern ist zum Teil verdorben, sie ist korrupt, unsere Leiter und Führer transferieren die Gelder nach Europa, nach Schweden und hier fehlt das Geld für Schulen und für Diakonie und das in dieser Deutlichkeit zu hören, das war schon beeindruckend. Heute Abend geht es um eine Wahl, wer gewählt wird, steht schon fest, ne? Ja, also es ist sehr wahrscheinlich, wer gewählt wird. Der zukünftige Präsident wird der nigerianische Erzbischof Musa Philippus sein. Es wäre eine Überraschung, wenn die Wahl nicht zustande käme. Natürlich gab es Einzelstimmen, die sagen, warum waren es nicht zwei, oder die zur Wahl stehen, oder warum ist es keine Frau diesmal. Warum? Na gut, es ist ein längerer Vorprozess, wo die Kirchen um Vorschläge gebeten werden. Und es war auch klar, dass der afrikanische Kontinent der stärkste wachsende Kontinent von Lutheranern ist, in besonderer Weise jetzt berücksichtigt wird. Und da lag der Vorschlag auf dem Tisch. Und es ist jemand, der viel Erfahrung hat. Insofern erwarte ich seine Wahl. Das also ist heute Abend und noch einiges andere. Aber darüber sprechen wir dann morgen bei der nächsten Pause. Gerne. Ade.